Und damit wieder ein episches Hallo zu World of Warcraft. Wir sind mal wieder in der Brackenfellhöhle. Diesmal auf plus 7. Also wir gehen ein wenig nach oben und hoffen, dass wir uns da noch mutig durchschlagen werden können. Ohne zu viel hineinzustecken und dabei zu verlieren. Aber nichts außer der Tod hält uns hier jetzt auf. Weil wir wissen ja, wie es funktioniert vom letzten Mal noch. Nur halt eine Stufe höher. Bisschen auf Abstand hier gehen. Der ein oder andere versucht sogar wegzurennen von denen. Wir haben noch die Patt gezogen. Das ist blöd, weil der Jäger kann da unten den Perfekt nicht aufmachen. Wir bleiben mal munter hier auf dem. So, jetzt ist der eine weg. Wir hauen mal wieder unseren Turbo hier ein. Ja, da hängen bleiben wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich können das Jäger, glaube ich, runternehmen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich was mit Raola? Muss ich mal demnächst, wenn ich Raola wieder auspacke, mal ausprobieren. So, den sammeln wir mal schön direkt. Umso weniger kann er casten, umso weniger Blitzen richtet er hier an. Ich habe jetzt, glaube ich, mitten ins Blaue einfach reingedrängt mit meiner Faust. Das Token wegmachen. Da müsste ich eigentlich auch in Unterbrechung ziemlich weit oben sein. Der Schaden ist nicht schlecht, die Unterbrechungen sind wahrscheinlich nicht schlecht. Also summa summarum funktioniert das Ganze. Okay, die Bubble hält nicht viel aus. Weil es beim Vorbeilaufen haben wir denen noch einen Hit mitgegeben. Und fallen hier mal jetzt anständig drauf. Hier gehen wir natürlich erst auf den Heiler.
normalerweise visiert der eine ja gerne mich an. Diesmal hat er Gott sei Dank wen anders auserkoren. Wir feucht fröhlich einfach stehen bleiben können. Der Heiler soll ja auch ein bisschen was zu tun haben. Und dann liegt das Klappzähnchen auch im Dreck. Zack. Selbst plus 10 ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Die einzige Problematik ist natürlich wie immer, wir erwarten von einem, dass du schon 450er Equip hast, eine Wertung von 3000, damit du mitgenommen wirst, und das nur in dem 10er fast schon. Also wie immer. In einem Ding ist es ja so, dass man sich irgendwie werten lassen muss. Aber du kannst ja keine Wertung haben, wenn du nicht mitgenommen wirst. Da sind einige echt so, die sehen, aha, nee, selbst bei den 5er nehmen die einen nicht mit und so. Nur weil man den vielleicht auf 5 noch nicht gemacht hat, aber die Instanzen sind gar kein Problem. Zumindest auf Stufe 5 nicht. Gibt das nochmal voll den Amboss ab. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, okay. Okay, durch die Wand vom Wirbelsturm wusste ich jetzt nicht durchzukommen. Da ging ja noch alles muss durch. Ich habe jetzt zum letzten Mal hingehend, habe ich mir ein bisschen mehr Tempo wieder zugelegt. Dementsprechend sieht mein Tempo auch, oder mein Schaden eher gesagt, auch besser aus. Weil davor war das Tempo so auf 25, ich habe jetzt es gecapped auf 30, glaube ich, 31. 30 ist so ein optimaler Wert, finde ich. Ich hatte vorher 35, da hieß es, bringt gar nichts. Dann habe ich es, um die anderen Werte auszugleichen, habe ich es auf 25 runter gemacht. Das hat aber vom Schaden her fast gar nichts gemacht. Deswegen habe ich jetzt lieber wieder auf 30 aufgestockt. Der Rest kommt jetzt eh, wenn das Equip steigt und alles drum und dran. Waren die Viecher noch nicht da? Okay, schade. Aber man sieht ja selbst, trotz dass es tyrannisch ist, da sind ja die Bossgegner verstärkt. Sind die jetzt nicht so übertrieben. Okay, der ist gefangen.
sehr schönes Reittier. Ich liebe diese zufällige Auswahl der Lieblingsreittiere. Also ich komme auch mal was zum Vorschein, was man vielleicht nicht so oft sieht. Aber mir fehlen halt immer noch so ein paar einschlägige Reittiere, wie zum Beispiel diese Lebensflamme oder sowas. Ich wollte jetzt Lebensbinderin sagen, aber es ist die Lebensflamme aus dem Drachenschrein. Von Schöllschrei, das fehlt zum Beispiel noch. Ich bin ja leidenschaftlicher Mount-Sammler. Von Nalak fehlt noch, vom Schall des Zorns fehlt. Von Undaster fehlt auch noch. So, hier wie immer wichtig, sich auch ein bisschen zu verteilen, weil wenn er einen anrotzt, rotzt er auch den hinter dir an oder vor dir. Dann hast du direkt 2 bis 3 Leute, die desorientiert sind. Also wenn man sich das links, rechts, 2 erwischt es wahrscheinlich immer. Oder im schlimmsten Fall sind es dann nur 2, die erwischt werden. Wenn man sich ein bisschen in die 4 Himmelsrichtungen aufteilt. Das ist ja eine Fünfergruppe ist. So, hier sehr gut auf die Apps auch achten. Von ihm natürlich weg, wenn man angesagt wird, wie immer. Wie so eine Katze, geht der Staubsauger los, wegrennen. So schön hier gegrillt. Wow. Hoch zu Ross. Oh. So, und jetzt ist das nächste, was ich finde mit am schwierigsten ist der Spießrutenlauf. Wenn man da verkackt, zu viel pullt, dann könnte es das auch gewesen sein. Ja, und mein Ding musste natürlich, mein göttlicher Sturm musste natürlich pullen. Die kann man ruhig noch zusammenziehen. Kann man jetzt dann? Ja. So, die Instanz ist, glaube ich, nach meiner Berechnung erst nachdem ich die erste Lootkiste aufgemacht habe. Also seht es mir nach, dass es noch nicht der aktuelle Loot dann ist, aber das hatten wir ja mal wie in jeder Saison. Dass ihr in dem Fall schon vorher wisst oder wissen werdet, was ich bekomme, obwohl ich noch eine Instanz hier mache. Finde ich immer sehr interessant. Bin mal gespannt, was der Zukunfts-Baxter bekommt. Ich habe letztens auch geschaut,
Die erste Instanz bin ich gelaufen mit einem Heilig-Spec. Also, dass ich nach Heilig-Klamotten suchen würde. Habe ich aber ganz schnell wieder umgestellt. Fürs Late-Game bin ich eh nicht als Heiler gemacht. Zumindest nicht mit dem Paladin. Lagusia hat eigentlich bis dato recht gut funktioniert. Aber so für das Late-Late-Game, da ist sie halt einfach nicht für gemacht. Bin auch am überlegen, ob ich noch was nebenher anderes mache, außer Raola. Aber selbst nur Raola noch mitzunehmen, sprengt im Moment ein bisschen den zeitlichen Rahmen. Weil ich auch noch andere Projekte habe, wie weiter in Minecraft. Seven Days to Die. Das läuft alles noch ein bisschen. Okay, das kann man nicht unterbrechen. Gerade in der Gruppe noch nebenher besprochen, auf jeden Fall aufs Totem gehen und keine Ahnung was alles, aber das ist ja ganz normal, dass man hier aufs Totem direkt geht. Die Schadensreduzierung noch mit reinbringen, damit der Heiler es nicht so schwer hat. Beide Zauber sind wieder bereit gewesen, deswegen direkt mal wieder Kreuzzug und sowas angeschmissen. Auf Totem. Und dann haben wir das doch geschafft, bis auf 5%, aber da haben wir schon unseren Gegner. So, mit diesen Kreisen, was die da drum haben, bitte niemals in Leute reinrennen. Noch wegrennen, bitte, weil das überträgt sich auf alle anderen. Das ist egal, die werden jetzt hier einfach weggeschnetzelt. So. Einfach mal so drauf. So, Flugsteine sind auch die neue Währung zum Aufwerten. Man hat ein Cap von 2000, aber man kann immer weiter sammeln, wenn man drauf pusht. Ja. Platte, Tempo, Vielseitigkeit mit Kopf, Götze mit Beweglichkeit braucht man nicht. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war die Brackenfellhöhle Stufe 7. Kriegen wir bestimmt auch noch in einer höheren Stufe hin. Aber das beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.